Tag und herzlich willkommen zur Fan to Fan Base. Ja, Fan to Fan Base. Hier hört sich das wunderbar an, aber wie das da rüberkommt, weiß ich nicht. Ich hoffe, es kommt gut rüber und ich nehme mal den Helm ab. Ich nehme mal den Helm ab und begrüße euch Fan to Fan Base. Die Fan to Fan Base, also Star Wars Fan to Fans, startet am 24.05. 20 Uhr. Nein. Die Fan-to-Fan-Base Star Wars für 100% Fans startet am 24.05.2017 hier vor Ort. Es wird nicht nur eine Sendung stattfinden, sondern auch dieser Shop. Dieser Shop wird bis zum 24.05.2017 umgebaut werden. Also es sind jetzt schon Exemplare gekommen, Helme und so weiter, natürlich nicht verkauft. Aber es wird gesucht. Es wird gesucht. Firmen, die unterstützen, Fans, die unterstützen, Cosplayer, die unterstützen. Also jeder kann unterstützen und jeder, der mitmachen möchte, verdient natürlich auch seinen Obolus. Werden wir uns schon einig. Ich werde jetzt hier vor laufender Kamera keine Preise nennen, sondern festgestellt, dass Star Wars nun mittlerweile ist Star Wars und bleibt Star Wars eine sogenannte Geldanlage für viele. Die Banken geben nichts mehr, mit den Banken hat man nur Ärger, mit den Banken hat man nur Stress. Gerade vor ein paar Sekunden noch ein Fachgespräch geführt, via Handy bzw. Smartphone und auch visuell und auch über E-Mail. Die Banken schröpfen uns, die Banken belügen uns, die Bankmanager machen da und so weiter. Und deswegen gar kein Interesse mehr in der Welt des Realen rumzurennen da, um irgendwelche Gefechte, wenn wir schon Krieg haben, dann lieber Krieg der Sterne, dann lieber Star Wars und damit arbeiten, damit Spaß haben. Ich bin der Gründer von Fan to Fan Base hier vor Ort, hier in der Kulturhauptstadt 2010. Das Ziel ist von Fan to Fan Base, also nur Star Wars Fan to Fan Base, die Plakatierungen, lasst euch überraschen. Pro7 Galileo macht auch am 24.05. eine Sendung, schaut dort mal hinein. Das Ziel ist hier, dafür rufe ich jetzt auf, im Jahre 2027 eine Fan-to-Fan-Base-Celebration durchzuziehen, denn die Macht ist mit uns Fans und nicht mit denen wie Disney und Co. Disney und Co. müssen Geld verdienen, da geht kein Weg dran vorbei. Disney und Co. Müssen uns solche Produkte anbieten. Und wenn die gut sind, so wie von der Firma Hasbro, dieser Helm mit Sprachsynthesizer, der natürlich nichts taucht, da haben schon etliche drüber gesprochen, haben ihn auseinandergenommen. Es ist keine Freakshow, also die Freaks haben hier auch Zugang, ist kein Thema. Auch Freaks können hier reden, die Dinge auseinandernehmen oder neu umbauen. An sich ist die Star Wars Fan-to-Fan-Base an sich eine Struktur. Ab 1977, also ihr seht schon, etwas älter, aber wie gesagt, Mark Hamill lebt davon, George Lucas lebt davon und die anderen leben nicht davon, die sind halt berührt, dass sie ja, als Star und Sternchen durch Star Wars Geld verdienen. Also alle wollen Geld verdienen, das möchte ich jetzt nicht. Ja? Ich bin Geldgeber, also ich gebe Geld. Und wenn ich Glück habe, werde ich eines Tages belohnt und bekomme auch mal Geld dafür. So ungefähr betrachte ich jetzt hier mein Fan-to-Fan-Base. Die Fan-to-Fan-Base ist gegründet durch mich. Persönlich jetzt hier sind viele da, die halt nicht vor die Kamera wollen. Es ist eben so. Vielleicht finde ich auch mal Leute, die vor die Kamera wollen. Ja, ich habe hier jetzt einen österreichischen Schauspieler, der gestern da war und der will mal die Werbetrommel rühren. Er sagt auch, komm nach Köln. Ja, wenn ich da in Köln, ich will das aber nicht in Köln, ich will das hier machen. Und wenn ich im Jahre 2027 immer noch ganz alleine sitze, habe ich wenigstens 10 Jahre Spaß gehabt. Und darum geht es mir. Es geht mir um Spaß. Alle Cosplayer, die Spaß haben an Kostümierungen, an Kostümen, auch Lust haben, vor laufender Kamera irgendwas zu machen, die schauspielerisch unterwegs sind, die moderatorisch unterwegs sind, die hübsch sind, ne? Geht ja nicht anders, die auch hässlich, die dürfen auch. Ja, jeder darf, das ist das Schöne daran. Spaß, jeder ist hier willkommen, jeder, jeder Künstler aller Sparten,
Menschen aller Couleur. Es gibt hier keine braune Suppe. Wir sind hier die Imperialisten, wir sind hier die Rebellen, wir sind hier einfach Star Wars. Star Wars Fan to Fanbase. So, und dass hier alles geben wird, ist klar. Figuren, Cosplay, hier wird es alles geben. Das ganze Ding wird so dermaßen umgebaut. Lasst euch überraschen, am 24.05.2017 gehe ich on air. Ich denke mir auch aus, mit was ich on air gehe. Vielleicht mache ich auch nur eine Sendung als Stormtrooper, die Stormtrooper-Sendung. Keine Ahnung. Ich liebe den Helm. Ich liebe alle Helme. Die gefallen mir. Die hauen nur in Preis. Ist klar. Und da sind wir jetzt noch einmal. Die Banken geben auf die Sparer nichts mehr. Die pfeifen auf die Sparer. Die wollen nichts mehr. Die wollen nur noch Geld, Geld, Geld. So, dann investiert man halt in sowas hier. Oder in sowas. Und man hat wenigstens noch Spaß dabei. Man investiert Geld in so etwas, vielleicht auch in der Hoffnung, dass das irgendwann mal wertvoll wird und dass man dieses Wertvolle dann mit viel Geld, ne, Geld. Ja, also mir geht es darum, mit viel Fun, viel Spaß, dass einer herkommt, hör mal, kann ich dir den mal verändern, ne, hier mit diesen ja, und so. Ja, daran arbeite ich auch noch an den genau, an den anderen Helmen da. Nein, nein, ihr wisst schon, was ich meine. Also jeder ist willkommen. Jeder ist willkommen, der so verrückt ist wie ich. Der aber nicht verrückt ist, sondern mit Herzblut dabei ist. Dass ich jetzt hier sowas in Szene setzen kann als grauer Jedi, ist klar. Ich habe die Macht dazu. In der Firma, ich vertrete Firmen seit über 40 Jahren. Bin jetzt seit 10 Jahren nur Fan von Star Wars. 2007 habe ich nach der 30-Jähr-Feier mich verabschiedet. In der Welt der Promotion hat sich ja auch so ergeben. Danach kam ja auch George und hat gesagt, ich habe der ganze verkauft. Und deswegen, aber durch Episode 7 und vor allem durch Rogue One, oh wow, wow, durch Rogue One bin ich wieder angefixt und jetzt ziehe ich das gnadenlos durch. Das wird mein Hobby, mein persönliches Hobby. Und wenn ihr mich begleiten möchtet, durch die Videoclips sich anschauen, real hier vorbeikommen, an alle Kunden, Realkunden, die damit nichts zu tun haben, es bleibt alles normal, es bleibt alles normal. Aber wir sind nun mal eine Fernsehgesellschaft, wir sind nun mal Medien, Foto, Film, Produktionen, wir gehören zu Filmpool, zu komparsen.de und so weiter. Und wie gesagt, wir rufen jetzt alle Firmen auf, die uns helfen wollen, wir rufen alle Fans auf, die uns helfen wollen. It's a fan base, fan to fan. United States of Kingdom, alright, oder USA. Welcome to the show, welcome to the fanbase, fans to fans, Star Wars fanbase. Here are only in Germany, not in America, not in England. That are only here, in Germany. Ja, und das an der A40, rauf nach Dortmund, runter nach Venlo. Ja, und dann kurz abgebogen, dann seid ihr hier in der Fan to Fanbase. Ja, also am 24.05.2017 geht die Fanbase to Fanbase an den Start und bis dahin wird jetzt eingekauft, umgebaut und ja, dann geht es an die Sendung und dann schauen wir mal, wer da so mitmacht bis zum 24.05.2017. Also, heute in 4 Wochen geht es los. Ne? Also, dann wisst ihr Bescheid, wann ich den Film gemacht habe. Also, nichts wie ran. Und jetzt kommen die realen Kunden wieder durch diese Tür dort. Carpe diem, sage ich nur. Und welcome to the show und willkommen hier. Ja, Hauptsache, wir haben Spaß und ich hoffe, ich kann dienlich sein. Das ist wichtig. Ja, denn wir sind eine Dienstleistung Industrie 4.0 Firma und haben so Fun to Fun Base. Yes. Ich finde das so toll. Ich hab damit angefangen und jetzt ziehe ich das gnadenlos durch als Stormtrooper. Welcome to the show! This week on the Star Wars Show. Die Star Wars Fan-to-Fan-Base und die ich jetzt gegründet und am 24.05.2017 vorstellen werde, ist fast so ähnlich wie Amidala. Amidala ist ja im ersten Teil die Königin, also Prinzessin, Königin und so weiter geworden und nachher bei Clone Wars hatte sie ihre Aufgaben. Ja, Fan-to-Fan-Base heißt also, genau, wir sind Industrie 4.0, wir sind absolut verbunden. Es muss hier keiner sein, wir sind immer verbunden.
Ja, ob nun über das Smartphone oder über den Computer. Irgendwo sitzt einer und macht, den kriegt einen Code. Und sobald der Code übermittelt, kann der hier arbeiten. Um das mal eben zu erklären, wenn das hin und wieder hier mal so piept, obwohl die Sendung ist ja nicht die Sendung, sind ja die Zwischentöne, so ein bisschen vorzustellen, warum, wieso, weshalb es eine Fan-to-Fanbase gibt, wessen Ziele, das Ziel ist, 2027 eine eigene Fan-to-Fanbase-Convention zu machen. Ich persönlich bin jetzt nicht, also ich muss es nicht, ja, ich bin davon nicht abhängig. Für mich ist es ein Spaß. Ja, ich gebe auch hin und wieder so eine Figur ab und stelle dann fest, dass ich sie mir dann nicht mehr leisten kann. Weil in dem Moment, wo ich sie für wenig Geld abgegeben habe, hält eine Person dann ein Welt... Also das Ding hat jetzt hier nicht so viel Wert, ist mir aufgefallen. Das gibt es ja schon, wenn man Glück hat, für 29,95. Wenn man das frisch ausgepackt, ohne irgendeine Macke, ohne Gebrauchsspuren, wenn alles noch wirklich echt verklebt ist, ja, wo wirklich noch nie dran war, also die hat jetzt keinen Wert mehr, weil die war schon mal geöffnet, aber egal. Darum geht es nicht, es geht hier nicht um Wertvorstellung. Star Wars ist eine Wertvorstellung mittlerweile geworden. Star Wars ist so eine Art Geldanlage. In China zum Beispiel oder diverse andere horten die regelrecht. Ich war in so manchem Kellerraum, wo 25.000 Figuren angereiht von 1977, da waren sogar Figuren bei, wenn man sie auktionationsmäßig ersteigern hätte wollen, war eine sogar dabei, die kam 25.000 Euro oder hätte 25.000 Euro gekostet, wenn ich sie hätte haben wollen. Gut, ich bin jetzt kein Sammler in dem Sinne, in dem ich die kaufe, um damit Geld zu verdienen. Sondern ich bin ein Fan-to-Fanbase und die Fan-to-Fanbase zuerst Spaß. Ich möchte den Spaß übermitteln an diese Figur, möchte mich mit euch darüber unterhalten, ob diese Figur Sinn macht, im Regal stehen zu haben, ja oder nein. Ich sage ja, weil ich kenne diese Figur jetzt seit 1999. Diese Figur habe ich sehr oft damals verkauft. Ja, ich bin ein sogenannter Kaufmann. Ich verkaufe an sich Spielwaren oder habe das mal 30 Jahre lang gemacht. 30 Jahre lang war ich für Star Wars unterwegs und habe hier in Deutschland Star Wars mäßig die Produkte in die Regale und natürlich auch in die Kinos und so weiter. So manch ein Kino, Privatkino, hat oder ist selber Star Wars Fan der ersten Stunde seit 1977, hat dann diese Sachen bei sich im Kino ausgestellt. Es gibt kleine Kinos, leider bin ich hier in einer ziemlich großen Stadt mit 560.000 Einwohnern und bei 560.000 Einwohnern jetzt jemanden zu finden, der genauso Fan oder crazy oder verrückt unterwegs ist wie ich, das wird nicht so einfach sein, weil ich bin ja schon, wie gesagt, lang genug hier. Also dieses Geschäft hier an dieser Stelle gibt es schon seit 60 Jahren. Seit 10 Jahren mache ich das ganz alleine und wollte an sich mit Star Wars gar nichts mehr zu tun haben. 2007 war mein Vater verstorben zum 30-jährigen Convention. Meine Mutter ist jetzt leider zur 40. Convention verstorben und somit sehe ich das als Omen, es doch weiter zu machen. Seit 1977 Star Wars mit einer Super 8 Kamera mit Spezialfilm die ersten 3 Minuten auf Zelluloid gebannt. Das war der Startschuss. Danach als Darth Vader für die Lichtburg und für Karstadt AG 30 Jahre tätig gewesen zu sein. Ich habe immer gesagt, ich mache alles mit, sobald ich einen Helm aufhabe oder sobald man mich nicht erkennt. Heute, nach 40 Jahren, kann man mich ruhig erkennen. Ich kann es ja auch beweisen. Ich habe ja alle Aktenordner da. Ich habe die Fotos da, ich habe die Beweise da, ich habe die Verträge da, um darzustellen. Ich habe auch einen Nachweis, ein Dankeschön, ein Schnipsel. Also ist ja alles da, es ist ja alles echt und es soll auch echt sein und deswegen mache ich jetzt die Fan-to-Fan-Base. Ich werde auch gleich die Plakatierung an den großen Fenster vollziehen, wo dann alles erklärt. Ich werde auch gleich die Broschüren machen, wo alles drin erklärt und ich werde das natürlich auch videotechnisch. Das Problem videotechnisch in der Self-Me-Zeit, YouTube, Self-Me und was weiß ich nicht, alles Facebook, wie wir angefangen 1995, das auf den Weg zu bringen und dann 1999 mit Episode 1. Ich meine, in den 4 Jahren Vorbereitungszeit, das hat schon gewaltig viel Spaß gemacht.
Und jetzt habe ich eine gewaltige Vorbereitungszeit, in 10 Jahren. Ich möchte in 10 Jahren die Fan-to-Fan-Base-Convention machen. Und nicht einfach, weil viele Vereine nur an Geld denken. Ja, sie tun so, als wären sie Fan. Ich habe also sehr viele kennengelernt, die so tun, als wären sie Fan. Viele sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, aber in Wirklichkeit ist das nur eine Taktik. Ja, sie möchten dann, weil im Gespräch kommt dann immer, ich hätte da was für dich. Ne? So, dann, also es geht nur darum, mir dann die Figur zu verkaufen, aber ich, euer Chef sozusagen, euer Fan, oberster Fan hier von der Fanbase, der Gründer sozusagen. Ich bin ein grauer Jedi und ich gründe die Fan-to-Fan-Base. Und wie gesagt, hier können wir uns austauschen, wir können uns hier unterhalten. Hier wird alles produziert, Foto, filmtechnisch. Wir werden die Figuren auseinandernehmen, wir werden uns die Figuren anschauen, wir werden darüber diskutieren. Das Problem halt ist, dass nur ich leider vor der Kamera, weil die anderen wollen nicht. Auch bei einem Videoclip habt ihr gesehen, die gehen sofort so wieder zurück. Sie schauen sich alles an, die sitzen da in der Ecke und diskutieren über, wir haben die Bücher, wir haben alles da, ja. Alles ist da, aber nein, sie wollen nicht vor der laufenden Kamera sprechen. Gut, also wir sprechen immer ohne und deswegen müsst ihr leider im Moment noch mit mir Vorlieb nehmen. Für alle, die diesen spontanen Videoclips hier miterleben und meiner einer auf der Straße erkennen, viele schauen an, ist es nicht. Deswegen trage ich aus Sicherheitsgründen jetzt auch keine Käppi, damit man mich vielleicht draußen nicht mehr so erkennt. Weil in dem Moment, wo ich selber Autogramme geben muss, weiß ich, dass ich schon zu berühmt geworden bin. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte gar nicht berühmt werden, ich möchte Spaß haben. Ich möchte Spaß haben und diesen Spaß möchte ich euch auch übermitteln. Ja? Mit Herzblut dabei sein, in diesem Herzblut mit euch schwimmen und dann, wie gesagt, ey, ich habe wieder eine tolle Figur gefunden. Da werde ich jetzt gleich mal die ganzen Firmen anschreiben. Ich werde die ganzen Nein, 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 werde ich natürlich in einen Aktenordner packen. Ich werde wohl mehr Nein haben wie Ja. Also unterstützen wird mich niemand. Das habe ich schon mal versucht, keine Chance. Weil wir hatten ja Filmfiguren und Theater. Filmfiguren und Theater gab es schon Ärger, weil sich einige Filmfiguren nannten. Ja, also es gibt schon Ärger, indem man hier vor der Kamera sitzt und sich was ausdenkt. Gibt schon Ärger. Das geht ruckzuck. Nee. Also es gibt immer ein Nein anstatt ein Ja. Ja? So, hier soll nichts verkauft werden. Es geht hier nicht um einen Verkaufsladen. Ich will euch jetzt hier diese Figur nicht schmackhaft machen. Ich bin stolz, dass ich sie habe. Ja, ich bin sogar knatschig, dass ich die schwarze Version nicht habe. Ja, ich wollte die schwarze Version haben. Die steht bei Amazon. Ich klicke da dauernd drauf. Nö, kann ich gar nicht. Krieg ich nicht. Kann ich nicht kaufen, die schwarze Version. Hätte ich aber auch gern. Ja. So, ich möchte nämlich eine Ecke, eine Filmecke, wo dann 1999 alle Figuren stehen, dann 1977 alle, also 1999 Figuren hier, Episode 1 und dann 1977 4, 5 und 6. Also ich möchte jetzt hier so Ecken bauen, so, ich habe hier hab 4 Ecken, müsste an sich jetzt 8 Ecken, 9 Ecken, 10, 12 Ecken haben. Aber irgendwie so soll das verschmelzen. Es soll also verschmelzen von Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Morgen, Mahlzeit. Willkommen. Wie gesagt, wenn Kunden reinkommen, wird so ein Videoclip unterbrochen. Das nochmal zur Erwähnung, weil es ist ja alles neu. An sich ist gar nichts neu, weil an sich macht man ja immer. Nur wenn wir produzieren, und wir produzieren jeden Tag, sonst wird die Kamera nicht ständig ausgemacht werden, dann muss man eben Foto-Filmproduktion machen und dann macht man nachher die Kamera wieder an. Weil das gute Stück, hier sind ja überall Kameras, weil wir ja nun mal ein Drehort sind. Das ist eine Kulisse, die benutzt wird, deswegen haben wir auch meistens am Wochenende keine Zeit, weil wir am Wochenende meistens drehen oder solche Sachen machen. Jetzt wird die Zeit noch sehr knapp werden, ich bin gerade hier am Machen. Und zwar die Star Wars Fan-to-Fanbase. Ich denke mir das alles aus, es wird gleich am Schaufenster plakatiert werden. Und sollte jemand jetzt über diesen Videoclip gestolpert sein und sollte einer wirklich Interesse haben, dieses Video jetzt bis zum Schluss anzuschauen. Es entwickelt sich alles, die richtige Show wird einmal im Monat gemacht und da will man natürlich hoffen, dass bis dahin, bis zum 24.05.2017, 40 Jahre Star Wars, dass da irgendwelche Firmen auch Interesse haben, zu sagen, gut, unterstützen wir, schauen wir uns das mal an. Ich werde natürlich keine Unterstützung bekommen, das ist normal, das ist so.
Ich freue mich natürlich, wenn ich so sehe, hier in Dorsten. In Dorsten gibt es einen tollen Club, ja. In Bayern, in Nürnberg und in Regensburg gibt es tolle Clubs, ja. Sogar in Dortmund gibt es einen eingetragenen Verein, die halt nicht Star Wars, sondern alles. Die laufen da als Zombies rum und Z-Nation und so. Gut, ich habe ein gewisses Alter und ich muss auch auf meine Kunden achten hier, weil die ganzen Star Wars Figuren, die vor allem Old Republic, ja, da mögen die Kunden dann nicht so, hab Angst und so. Ich werde diese Gegenstände natürlich nicht rausnehmen, ne? Die bleiben. Hi! So, die Fan-to-Fan-Base, nur für Fans, auch gerade eben mir was ausgedacht, ziemlich groß plakatiert am Schaufenster. So, noch einmal, 1977 bis 2007 involviert und gearbeitet und 2007 verabschiedet, weil man ja wusste, dass er da irgendwie so zu Neige geht. Dann kam natürlich der Anruf, hey, Star Wars ist verkauft worden, 2012, was ist denn hier los? Dann hat man viele Informationen bekommen. Du hast doch, würdest du nicht? Ja, ich habe. Ich habe einen Anruf bekommen und ich habe ja gesagt, 2012, 2015. Ich wusste natürlich Bescheid. Ich wusste ja natürlich, was mit E7 gemeint ist. Star Wars ist nun mal eine Geldanlage, ist richtig. Beruflich, technisch gesehen, muss man damit, also Disney, nur Disney, muss damit Geld verdienen. Und wie ich dann zurückgerufen habe, hat Disney natürlich gesagt, also die Verantwortung bei Disney, die deutsche Verantwortung. Ich spreche hier von Deutschland, von Krieg der Sterne 1977 und von der Promotion. Ja? Disney unterstützt nicht einmal. Disney möchte auch nicht unterstützen, Disney möchte das alles für sich. Und als Fan geht's, als Fan to Fan geht, beruflich geht nicht. Also berufliche Unterstützung ist da nicht. Ich gebe jetzt auch keine Lizenzen, aber ich möchte auch mit Star Wars kein Geld verdienen, ich möchte Spaß haben. Ich möchte Spaß haben, einzutauchen in ein Universum, Geschichten erleben, selber Geschichten auf den Weg bringen und vor allen Dingen viele Menschen. Derweil, wenn die Kamera aus, ist die Plakatierung natürlich an den Schaufenstern auch schon fortgeschritten. Was wird denn alles angeboten? Am 24.05.2017 Fan-to-Fan-Base Star Wars, nur für Fans, von Fans, für Fans, na, also für Leute, die Interesse haben. Einfache Interesse von A bis Z, volle Interesse. Bitte keine durchgeknallten, bitte keine, ihr wisst schon, normale. Normale, die sich normal darüber unterhalten, die normalen Spaß daran haben, in ihren Cosplay-Sachen fotografiert zu werden, Profi, bis 4K. Wir sind Profis, die das jetzt in Szene leben. Ich bin jetzt derjenige, welche, der das auf den Weg bringt. Ich bin derjenige, welche, der in der Club gehört. Ich bin demjenige, welchen, der angesprochen werden kann. Unter Sammelfiguren.web.de Sammelfiguren.tv.web.de. So, wie gesagt, was wird gemacht? Es werden Ausstellungen gemacht, es wird Cosplay-Ausstellungen gemacht, es werden Figuren-Ausstellungen gemacht. So Fan-to-Fan-Base, nur für Fans, ja, noch einmal Fan-to-Fan-Base, nur für Fans, wird auch so ins Leben gerufen, ja. Ich werde jetzt keinen großen Tamtam machen, da der Stammtisch am Wochenende bleibt. Alle sind recht herzlich eingeladen. Es muss nicht jeder vor die Kamera, um Gottes Willen. Muss nicht, kein, ne? Muss nicht. Ja, habe ich jetzt aus Versehen hier doppelt gemacht, egal. Wie gesagt, steht 40 Jahre, also Ziel ist 50 Jahre Star Wars. Ja? Die ersten Sachen sind ja schon da. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. So, wie gesagt, Ausstellung, aufnehmen, herstellen, selber Filmchen drehen. Also wer Filme drehen möchte, gut, kann mich ansprechen. Und dann schaue ich mal, ob wir Zeit haben, das zu machen, weil wir sind ja eine richtige Film-Fotoproduktion und wir arbeiten ja jeden Tag hier an Foto und Film. Und wir machen natürlich auch die ernsten Sachen, die nichts mit Star Wars zu tun haben. Also nur Star Wars läuft hier nicht. Das ist der erste Star Wars Copy and Medien Shop, der was mit Star Wars zu tun hat, mit Filmfiguren und Theater, mit Herstellung von Filme, Überspielungen, Aufzeichnungen, Herstellungen, Displays, Dioramen, Workstation, Star Wars Workstation ist hier. Wir arbeiten natürlich auch mit Game Workshop zusammen, aber wir wollen jetzt keinen Game Workshop haben. London ruft sehr oft an, aber wir möchten gerne, wie gesagt,
Star Wars. Und das bieten die uns leider nicht an. Die haben ihre eigene Produktlinie, die sie da gerne verkaufen möchten. Wir möchten sowas nicht. Wir möchten den Fan, wir möchten seine Idee, wir möchten auch seine Idee beleuchten, wir möchten auch über seine Idee sprechen. Wir wollen Fans, die sagen... Hello again. Ja, ich habe also wie gesagt mit Firmen schon gesprochen, habe die Firma Heho als Großhändler mal angesprochen. Ich werde auch gleich die Firma Hasbro anschreiben. Ich habe die Firma, wie heißen die jetzt? Absolute Tricky Store auch mal angeschrieben. Weil eine positive Antwort kommt, keine Ahnung. Habe mir bei der Firma Absolute Tricky Store diese Figuren schon mal besorgt. Man kann ja alles wunderbar beziehen über Amazon. Auch ein nettes Gespräch gehabt mit dem Inhaber, auch die Idee vorgestellt, er hat seine Seiten vorgestellt und auch was er so anbietet. Lose Ware, die bieten also auch lose Ware an. Wenn ihr also lose Figuren braucht, ohne Case, ist ein absolut Tricky Store zu empfehlen. Und Lichtgestalten, der Sitz der Firma ist in Neuried. So, mehr darüber in der Sendung. Wie gesagt, ich schreibe jetzt alle an und frage, wie gesagt, nach Heho, Hasbro, wie sie alle heißen. Und schau mal, ob man diese Figuren alle so bekommt, wie Padme Adana. Ja, der Boss schreit auch schon wieder. So, jetzt ist Pause mal ein bisschen angesagt. Wer also mitmachen möchte, als Verein, als Firma, als Fan, als Produzent, Produkte. Wir bieten in der Sendung, ich als Moderator, biete eine Werbung, Promotion für das Produkt der Firma an. Diesbezüglich werden jetzt einige Briefe der Geschäftsleitung zukommen, angefragt, ob Interesse bestünde. Mal schauen. Also 1977 und 1999 ging das einfach. Man hat einfach mal gefragt, schwupp. Nintendo hat geholfen, Sega hatte geholfen, Sony hatte geholfen, also wir hatten Tassen, Teller, T-Shirts, ach herrlich. Ja? Als Gegenleistung haben wir dann auch extravagante Sachen auf den Weg gebracht und es war ein Haben, Nehmen, ein Geben und so weiter. Es war eine Win-to-Win-Situation und es ist ja so, also 1977 und 1999, aber ich werde wohl 2027 scheitern. Hat man mir also auch schon prophezeit, dass das alles nicht mehr funktioniert, weil solche Figuren jetzt als Ware betrachtet werden, als Sammelobjekt, die man gut wegtut, damit die also Gewinn erzielen. Da wird also wirklich auf alles geachtet, auf das Case, auf die Figur, alles. Sollte das eine Fehlproduktion sein, hat es sogar noch mehr Wert. Also das, was ich jetzt in der Hand halte, hat vielleicht im Jahre 2027 wahnsinns hohen Wert oder ist halt für einen Reißwolf oder halt man kann es sich wunderbar anschauen, hat also gar keinen Wert, weiß ich nicht. Ob diese Figur in 10 Jahren einen Wert hat, weiß ich persönlich nicht. Ich schreibe wie gesagt alle Firmen an, ich werde jetzt alle Firmen fragen, ob die Lust und Laune haben, dieses Projekt Fan to Fan Go, Star Wars Fan to Fan Base zu unterstützen. Ja, mal schauen. Für alle, die das sehen, unterstützen heißt dabei sein, Spaß haben, ja auch Geld verdienen, ist klar. Diejenigen, die da engagiert werden, es wird ein Casting aufgerufen für alle Vereine. Wer also wirklich Lust und Laune hat, kann dann dabei sein. Okay? So, jetzt, ne? Jetzt mal ja ein bisschen Pause. Ne? Ich versuche also. Ne? Schaufenster ist fertig, die Plakatierung, jo. Gestern waren wie gesagt sehr viele da, die auch schon sehr viel verkaufen wollten, aber da wir schon eingekauft haben, ich habe also schon Bestellungen, kann sein, dass heute eine Bestellung kommt, wenn ich Glück habe, weil ich warte noch auf Artfix, R2-D2 mit Yoda, jo. Also wie gesagt, wir sind also für Sideshow, für Hot Toys, Hasbro 6-Inch, 3,75-Inch und natürlich Artfix und also die gehobene Ware. Keine Spielzeugware, also keine Ware, die man bei Toys R Us kaufen kann. Gut, Hasbro
Black Serie, die kriegt man natürlich über Hasbro, die bekommt man natürlich bei Toys R Us, ist klar. So, also wie gesagt, ist wieder so ein kleiner Vorgeschmack zum 24.05.2017, 40 Jahre Star Wars feiern, und bis dahin soll hier genügend Ware stehen, damit wir da was machen können. Eine wunderschöne Sendung, und wenn ihr dabei seid, würde ich mich freuen. Der Stammtisch bleibt am Wochenende und vor Ort hier bleibt, wie gesagt, der richtige Firmenbetrieb läuft auch. Das ist jetzt ein Nebenprodukt, hat mit dem Hauptprodukt Medien und Kopien und so weiter nichts zu tun. Das muss ja auch mal erwähnt werden. Ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was sich da so alles entwickelt. Ja? So, jetzt habe ich Pause. Also das ist natürlich ein Fachgeschäft seit 60 Jahren, weil viele Kunden fragen, warum tust du dir das an? Warum machst du das? Das ist doch heutzutage doch gar nicht mehr. Star Wars ist doch gar nicht mehr angesagt. Gut, Star Wars ist nicht mehr angesagt, mag ja alles sein. Aber 1999, so viel Spaß gehabt für ein Kino, für Karstadt, die Promotion zu machen. Okay, beruflich klappt alles, ein Anruf. Okay, jetzt zum ersten Mal, 2017, eine Fanbase, Fan to Fan, Star Wars Base, mit dem Ziel eigene Sendung, mit dem Ziel Promotion, mit dem Ziel Werbung. So, die Firma Hasbro, Trekkies, Heho, schon mal angeschrieben. Ich werde den natürlich jetzt nicht, also 77 und 99 mit Nintendo, Virgins of Kings of, EA Sports und so weiter. Leute, das, ne, rauschte, man brauchte nur Axel her. Axel Herr war vorher bei Sega, ist dann rübergegangen nach Nintendo, war dort Geschäftsführung. Einfach mal sprechen und schwuppdiwupp hatte man riesige Kartonagen hier, die dann, ist klar, als Promoter Werbung für Karstadt, für Lichtboy, Kinokette, Cinemark, Sinister. Die Großen, die können's. So, jetzt möchte ich aber als kleiner, klitzekleiner, als ganz kleiner, als ja, PR. Promotion, Werbung. Richtig, ihr dürft euch freuen. Ich weiß, ich soll den Ball da wegschmeißen. Da. Aber egal, gehe ich mal ein. Ja, einige regen sich aber alles auf. Wie gesagt, die Kulisse steht ja noch gar nicht. Ich möchte das Ganze in Ruhe. Das soll Spaß machen, Leute. Spaß machen. Ihr sollt Spaß an den Videos haben. Ihr sollt Spaß an mir haben. Ich weiß, ich bin ein alter Mann, aber ist doch egal. Und an die Ware. Ihr sollt hier die Ware. Ja? Wollen wir doch mal ehrlich sein, wenn ihr Ware seht, wenn ihr Promotion seht, wenn ihr Werbung seht, die wollen euch dann nur was verkaufen. Wir wollen aber Spaß haben. Wir wollen Spaß haben, zum Beispiel an dieser Figur hier von 1999 als Lea. Die sieht nicht aus wie Lea, sieht nicht aus wie die Schauspielerin. Da hat man sie heute im Jahre 2017 schon ein bisschen besser getroffen. So, wichtig an alle, wirklich wichtig an alle. Das hier ist ein Fachgeschäft, wo man reinkommen kann, real. Seit 60 Jahren ein Fachgeschäft mit Tradition und jetzt, wie gesagt, mit der Idee Star Wars Fanbase, Fan to Fan Fanbase. So, im Internet wisst ihr alle, das ist natürlich überwiegend Lug und Trug und viel Unterhaltung, viel Fake etc. Haben wir 1995 schon vorgewarnt. Wir haben 1995 schon vorgewarnt, wer ins Internet geht, bitte als Scheich Abdul oder Prinz Sessin Rhabarberkirchen, aber nicht echt. So, Facebook ist nun mal da und will nun mal Echtheit. Wir als Firma sind Echtheit zertifiziert. Wir haben eine Zertifizierung, wir haben Verträge. Wir gehören zu YouTube und Facebook, ist klar, als Firma. Und natürlich Google auch. So, Google, YouTube, ne, sind wir also. Aber das war früher an sich gar nicht so gedacht. Wir haben seit 1995 versucht mit Internet. Wir waren UPROM TV, du bist TV, Astra 19,2 digital. Also man hat vieles versucht, auch Online-Werbung und das alles. Bis die Leute dann erkannt haben, also die verantwortlichen Großfirmen erkannt haben, dass doch einfach nur eine Plattform, ein sogenanntes elektronisches weißes Blatt mit, ne, und dann Zielsetzungen, Links und so weiter. Super Firmen, wirklich super Firmen und UDI Community und ach, da war so, also von 95 an bis 2005 war alles noch wirklich genial, hat also riesen Spaß gemacht. Auf der CeBIT 1995 rollte das so langsam an. Wie gesagt, wie das dann alles so kam und das Internet 1999 so ein bisschen da
Und dadurch kam ja auch der, und da konnte man mit Star Wars, und da konnte man ja mit Episode 1, und da ging es ja richtig los. Dann kam natürlich auch Lego auf die Idee, Lizenzrechte, und es rauscht. Star Wars rauscht jetzt, und so eine Idee hier, Star Wars, Fan to Fan, naja, da gibt es natürlich riesiges Lach, weiß ich, ist klar. Aber es macht mir, wie gesagt, sehr viel Spaß. Es werden auch einige Lücken, wie gesagt, gefüllt dadurch. Einige Lücken werden dadurch gemindert, die sich aufgetan haben. Man muss sich auf irgendeine Art auch beschäftigen, und die Beschäftigung sollte auch Spaß machen. Darum ins Leben gerufen. Es soll Spaß machen. Nicht so verkniffen, nicht so ernst. Nicht sagen, hör mal, ich muss jetzt 1000 Euro, ich muss jetzt 10.000 Euro, ich muss jetzt 100.000 Euro verdienen, sonst bringt mir das nichts. Das ist falsch. Also das wollen wir hier absolut nicht. Wir, wie gesagt, sind über 800 hinter der Kamera. Ja, und Kunden und Fans und alles. Ist ein riesen aufgebaut. Und wie gesagt, die meisten leben leider zu weit weg. Österreich, Schweiz, Amerika, England. Das ist ein bisschen weit weg. Ja, mal eben nach Berlin oder zu München oder zu Nürnberg oder zu Regensburg. Das ist ein bisschen weit. Nein, hier vor Ort, wie gesagt, es geht ja auch nicht um Verkaufen. Alle um uns herum verkaufen ja und sollen ja auch verkaufen. Und viele müssen auch verkaufen, um da ihr Studium zu festigen oder diverse andere Sachen zu machen. Ja, es gab sogar eine Firma, da war gar keine Firma, da war ein Altenheim, die das aus Spaß und Dollerei machen. Also es gibt im Internet viel Spaß, muss ich schon sagen, und sehr vorsichtig, ist richtig. Aber hier die Star Wars Fanbase soll und ist ehrlich und kommt auch rüber, und die Sendung soll auch, wie gesagt, und es soll so langsam laufen. Ihr seht, die Tür sieht immer noch, ich habe immer noch keinen, ich habe immer noch die Altstars da hängen, ne, aus der damaligen Zeit. So, ich muss aus diesem sogenannten Filmclub jetzt Star Wars bauen, herstellen, umgestalten. Schaufenster 3x3 Meter. Da können die Kunden halt noch nicht so mit anfangen. Also viele bleiben stehen. Ich hatte gerade aus Mülheim, ich hatte einen aus Hattingen. Kaufen Sie, ja, ja. Man will mir natürlich sofort Ware verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich habe gestern noch mit einem gesprochen, der hat wohl recht, dass Star Wars an sich eine Wertanlage und gar nicht damit Spaß gemacht werden kann. Hatte auch leider gehört, dass in Dortmund da die Aussteller doch Ärger mit den Veranstaltern hatten. Also es geht an sich nur ums Geld verdienen, es geht nicht um den Spaß, und das ist schade. Und mir persönlich geht es um den Spaß, deswegen mache ich das. Und deswegen nutze ich auch diese Foto- und Filmgeschichte hier bei YouTube, um auf den Spaß zu verweisen, dass wir natürlich das locker spaßig angehen. Ich warte jetzt auch wie Kermit am Fenster auf die Ware. Es kommt oder es soll noch, es sind noch einige Sachen unterwegs. Gestern habt ihr ja gesehen, habe ich ja einige Sachen bekommen, vom Helm angefangen bis Amidala aus dem Jahr 1999. Jetzt warte ich halt auf neue Produkte. Ich habe also die großen Firmen angeschrieben. Die werden mir ja auch nicht, keine Chance, aber es nicht gemacht zu haben, es nicht gemacht zu haben, hey, 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 das wäre ein fataler Fehler, meine lieben Freunde. Es wurde jetzt alles auf den Weg gebracht, ich freue mich auch, ich werde auch viel Promotion machen für junge Leute, die auch, wie gesagt, mit Herzblut das betreiben, sich sehr viel Mühe geben, und dann schauen wir mal. Ich habe Vereine angeschrieben, ich habe Clubs angeschrieben, habe natürlich auch die ganz Fetten angeschrieben, die weit oben sind, aber da wird wohl keine Resonanz kommen. 1977 bis 2007 hat es tierisch viel Spaß gemacht, weil man ja beruflich involviert war. Da konnte man einfach anrufen, hey Leute, ich möchte eine Promotion hier hochfahren. Schwupp, kam Ware. Nintendo, Sega, Sony. Das war nun mal so. 99, da wisst ihr ja, da wurde alles nach vorne gefahren. Ab 75 aufwärts waren ja die Pixelväter aus England unterwegs. Also es war eine Riesen... Es war als junger Student etc., da hatte man viel, also man hatte viel Unterstützung, es wurde viel unterstützt, da wurde auch nicht von Geld gesprochen, es wurde auch nicht gesagt, du musst unbedingt, gar nichts. Das Geld, das kam ja, Tamagotchi zum Beispiel, die Zeit des Tamagotchi, da haben wir uns kugelrund verdient an Tamagotchi. Na? Und dann die ganze Zeit mit den Karten. Ein Vermögen mit verdienen mit den Karten. So, wir schreiben jetzt das Jahr 2017 und
ich jetzt hier, Generation 45, 55 plus, versuche jetzt hier eine Fanbase hochzufahren, sagt das Wort, Fanbase, Fanbase, mehr Fan, nicht Fun. Also ich habe auch schon gerade einige Korrespondenten hier, also korrespondieren und gesprochen, so einfach wird es wohl nicht. Ja, es wird nicht so einfach werden, aber wie gesagt, hier steht ja alles, die Werbung läuft, die Werbung wird auch gemacht, es kostet denen kein Geld, die mir wohlgewollt, also die ich mag, machen wir, läuft, die Kunden können, ich schicke auch die Kunden dahin, kein Thema, jeder Kunde, der mich fragt, kein Thema, der kriegt die Adresse, kann er im Internet bestellen und bekommt seine Ware und ich weiß genau, der Kunde ist zufrieden und ja, so geht's, darum geht's. Es geht darum, dass der Kunde zufrieden ist, es geht darum, dass der Fan zufrieden ist, es geht darum, dass der Fan in einer Fangemeinde ist und nicht in einem kühlen Geschäftsraum, der den nur wie bei Toys R Us oder so oder bei Real an so einem Verkaufsregal da dem Kunden da was gibt. Wir haben damals 77 bis 2007 auch für die Karstadt AG den Leuten immer Promotion gemacht. Wir waren vor Ort, wir haben denen geholfen, wir haben zig Flächen gebaut, wo die Jugendlichen dran arbeiten konnten. Natürlich haben die Eltern, die Schulen und so weiter uns immer angemault. Die haben immer gemeckert, ist klar, viele Jugendliche sind da nicht zur Schule gegangen, die saßen den ganzen Tag da, waren am Zug, war ja neu, Sega-Maschinen, Sony-Maschinen, die Nintendo-Maschinen und die durften die bedienen, die durften die kaputt machen, keiner hat was gesagt, wir haben direkt eine neue geordert und so weiter. Es war ja eine tolle Geschichte, also von 77 bis 2007, ne, das war genial. So und jetzt versuche ich es nochmal, 2017 bis 2027 eine Star Wars Fan, also Fan-to-Fan-Base auf den Weg zu bringen. Ich weiß, 2027 werde ich genauso da sitzen und schwitzen, aber werde mindestens hier Figuren haben bis zum Abwinken. Daran arbeite ich jetzt. Und wer mitmacht, macht mit. Ne? Ansonsten lacht euch kaputt und habt Spaß. Aber ich habe auch meinen Spaß, denn sonst würde ich das ja nicht machen. Ich mache es einfach wirklich aus Spaß heraus. Ich muss es nicht. Meine lieben Freunde, ich muss es nicht. Wirklich nicht. Ich bin auch nicht böse, wenn keiner mitmacht. Wirklich nicht. Absolut nicht. Aber das hier gemacht zu haben, das in Szene gesetzt zu haben, sich was ausgedacht zu haben, gesprochen zu haben, das zählt für mich. Der Rest ist mir sowas von egal. Also, ne? Schaltet ein, ab 24.05.2017 geht es richtig los. Auch bei Galileo, auch bei ProSieben, guckt mal rein da. Nur das sind die Profis, die wollen euch was verkaufen. Hier soll Spaß stattfinden. Spaß! Und das ist wichtig. So, mal gucken, nach den Ferien, jetzt sind ja noch Osterferien, nach den Ferien kann sein, dass die Jugend dann hier wieder vorbeirauscht. Und hier müssen ja wir haben sehr viele Schulen hier, dann rauschen hier schon mal Jugendliche vorbei, kommen auch hier rein. Ist aber nicht für die Jugendlichen gedacht, ist mehr für die Älteren, 45, 55 aufwärts, die sollen, geht ja auch um eine Sendung und das alles, die Jugendlichen können sich dann hier die Figuren an. So, es wird schon angefangen mit Plakatierungen, wir können auch größere, wenn ihr also größere braucht, dann müsst ihr dann unter druck.de, oh, komm her, ist eine Werbung machen hier, unter druck.de, könnt ihr natürlich auch größere Banner machen lassen, hier vor Ort geht bis A3. Und wie gesagt, die Tür, ich fange jetzt an, das zu ändern. War mit der Qualität noch nicht so zufrieden, aber reicht schon mal zum Gucken. Na? Die Plakatierung fängt an, wie gesagt, in klein. Sieht ja auch gut aus. Na? Kann auch hochqualifizierteres Papier nehmen. Aber wie gesagt, es soll Spaß machen, es soll auch nicht so viel kosten. Es ist Base-to-Base. Und dann wird das gemacht. Wie gesagt, wenn die Jugendlichen nächste Woche kommen, wenn die Ferien zu Ende sind, dass sie was zu sehen haben. Mal gucken. Der Fußboden vielleicht, aber dreidimensional wird er nicht mehr. Wir haben alles rausgerissen. Wir haben einen dreidimensionalen Raum. Aber da haben, also ich muss auch auf die richtigen Kunden achten. Ich muss diesen Raum jetzt so gestalten, dass die Normalkunden, die da mit dieser Funbase nichts zu tun haben und mit dem Stammtisch Star Wars, dass sie keine Angst kriegen, da, dass sie abstürzen oder so, weil diese 3D-Einheiten da, wo Monster aus dem, ihr kennt ja. Wie gesagt, das hier ist so ein Nebenprodukt und ich freue mich schon drauf und werde natürlich keinen einzigen von denen jemals kennenlernen mehr.
werde auch nicht das große Vergnügen haben, die kennenzulernen. Dafür ist das Big Business, es geht um knallhartes Geld. Ich werde auch keinen, diesen BBA werde ich sicherlich nicht zu Gesicht bekommen, außer wenn ich ihn bestelle. Habe, wie gesagt, viele Faxe rausgehauen. Ja? Habe auch schon mit einigen korrespondiert, die dann sich erschrocken haben. Du meinst doch nicht uns? Nein, nein. Mir ist aufgefallen, dass ich einige Wahnsinn super Firmen im Internet gefunden habe. Da, ja, dann gehe ich im Impressum, dann steht da nur eine Handynummer. Ja, kein Fax, keine Umsatzsteuer, nix. Ja, und das ist natürlich dann Quatsch. Natürlich, die Fetten, so wie Hasbro und die ganz Fetten, ja, die werden natürlich da gar nichts. Ne? So, ich werde jetzt natürlich keine Händler anschreiben in China und in Amerika. Nee, nee, nee. Es soll Spaß machen. Spaß bedeutet, also wenn ich das jetzt schaffen würde, jetzt auf diesen Augenblick schaffen würde, wäre das Blödsinn. Ich weiß, dass ich 10 Jahre hart kämpfen muss. Und ich weiß, dass ich auf Granit stoßen werde. Und ich weiß, dass die Leute über ein Herz ziehen. Ich weiß das. Ist okay. Aber 10 Jahre knallhart durchziehen, dabei gewesen zu sein, eine eigene Convention hochgefahren zu haben. Wie gesagt, die werden jetzt gleich noch laminiert und eingebaut. Und wie gesagt, ich fange jetzt gleich damit an. Und ich will hoffen, dass die im Laminat natürlich besser ausschauen werden, wie jetzt hier auf diesem einfachen Papier. Aber ihr sollt sehen, dass, wie gesagt, etwas versprochen wurde und dass das dann auch auf den Weg geht. Das sind so hier diese Zwischenparts. So, die großen Figuren muss ich aus dem Fenster nehmen, die großen, weil die Kunden haben sich doch erschrocken, indem sie an den Schaufenstern vorbei und an die großen Star Wars Figuren 1:1, diese mächtigen, ne, Reven und Kylo und so weiter, da haben sie sich doch erschrocken und, ne, haben sie doch schon gefragt, ja, habe ich dann halt jetzt umgekehrt. Also die Schaufenster sind jetzt dicht im Moment und Ware stelle ich jetzt auch nicht aus in den Schaufenster, weil die Sonne, jetzt kommt die Sonne, es ist warm und es wird warm und dann geht die Ware natürlich, auch die Autogrammkarten werden leiden, glaube ich, aber egal. 40 Jahre bis zum 24.05.2017 lasse ich das in den Schaufenstern hängen, das Ganze. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann, wie kommt das wieder weg? Und dann müssen wir warten. Muss mal gucken, irgendwelche Leerkartons oder irgendeine riesengroße Plakatierung anbringen. Mal schauen. Wie gesagt, hier vor Ort, ist jetzt kein Scherz, hier vor Ort ist wirklich Star Wars Figuren, egal, freie Zone. Wie hier 2013, die Messe Gruger, da war nicht viel los, wirklich nicht. Ist natürlich traurig für so eine Stadt, stattdessen. Da, wo ihr alle herkommt, da ist natürlich viel los. Deswegen habe ich euch ja auch alle angesprochen. Und deswegen habe ich euch ja auch einige Videos ja zukommen lassen. Und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, am Ende wird ja nichts bei rauskommen. Ich habe ja also die Mega-Firmen angeschrieben. Und dann die kleinen Firmen angeschrieben und dann also Freunde, Fans und so, ne, angeschrieben. Mal schauen, was da so bei rauskommt. Viel wird nicht dabei rauskommen, das weiß ich. Das hat man mir also auch schon prophezeit und die werden wohl recht haben, weil... So, da habe ich da hinten doch eine Green Box mal gemacht. Und also nicht mehr hier vorne, direkt neben mir, sondern da hinten. Ob die Wirkung gut ist, weiß ich nicht, das werde ich gleich sehen. Denn gleich werde ich den Film mal wieder zusammenschneiden. Wir haben jetzt den Tag wieder rumgebracht, haben mit vielen korrespondiert, habe mich mit vielen unterhalten. Also, diese Sendung auch Fan-to-Fanbase, Star Wars Fan-to-Fanbase ist kein Verkaufssender, wird auch nichts verkauft. Wir unterhalten uns einfach nur über Star Wars, über die ganzen Sachen. Mit vielen, die haben vollkommen recht, Star Wars ist jetzt mittlerweile Kommerz, man sammelt, um damit irgendwie Umsatz zu machen. Ist also nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe unter Fan-to-Fan-Base. Das heißt also, wir haben Spaß, die Videos sollen Spaß machen, die Sendung soll Spaß machen. Kommt ja alles am 24.05., ne? Ist ja noch nicht so weit. Das da ist jetzt ein kleines Experiment, ob so eine Grünfläche, die ihr jetzt nicht grün seht, sondern eine Animation da hinten seht, hinter mir, ob das wirkt. So, gerade so eben so ausgedacht, vielleicht mache ich eine Animationsfläche in grün, 3x3 Meter,
Dann muss aber die andere Seite muss aber dann gut aussehen, weil das wäre außen. Und durch die Sonnenbestrahlung würde das Grün ja auch wunderbar wirken. Und müsste man also auch nicht mit so hoher Lichtleistung arbeiten, weil das Grüne muss immer gut ausgeleuchtet werden, damit es dann auch gut wirkt, damit man auch da gut vorarbeiten kann. Ja, schauen wir mal. Also wenn ich mir das hier so umsehe, was man hier so alles machen kann, ich meine mal eben anstreichen, das muss schnell trocknen, weil die Kunden dürfen sich ja auch nicht verkleckern. Ich hatte jetzt bis gerade Kunden, deswegen jetzt wo ich jetzt geschlossen, gehe ich halt noch mal kurz vor die Kamera und spreche mit euch und würde mich wirklich freuen, wenn irgendwelche Leute Lust haben, wenn welche durch Zufall solche Videoclips sehen und sich diese Videoclips auch wirklich bis zum Ende anschauen, weil ich manchmal gar nicht weiß, wie lange so ein Videoclip jetzt läuft. Die sind jetzt nicht geplant. Die Sendung wird geplant und dann wird man schauen, wie die Sendungen ankommen. Dann werden die auch so gestaltet, dass die, die sich die Sendung anschauen, auch sich nicht langweilen. Weil der Spannungsbogen, der muss ja immer gesetzt werden. Ohne Spannungsbogen, auch bei den Schriftstellern, ich hatte vorhin einen, da sagte man auch, ja, der Spannungsbogen, aber du hast den dann irgendwann nicht mehr gehalten. Spannungsbogen kann man nicht immer halten, auch bei Büchern nicht. Ich sagte auch, du baust ja da noch Bilder ein, weil das sind ja so Autobiografien. Ich habe da, wie gesagt, einen Künstler, der in den 60er Jahren hier in der Stadt Essen bei den Beatles war. Nicht bei der Truppe, sondern Fan. Er ist ein absoluter Beatle-Fan. Und hat auch sein Alter, ist klar, der geht auf die 70 zu, war also sehr, sehr starker Beatles-Fan, hat auch seine Frau dort gefunden und somit findet man hier vielleicht auch. Star Wars ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, Star Wars ist was komplett anderes. Bei Star Wars gibt es ja schon ab 2 aufwärts, Lego-Freunde, Revell-Freunde, da gibt es so viele Sachen bei Star Wars, dass man gerade noch mit Universe, Old Republic, dann die ganzen Bandais, dann die ganzen China-Produktionen, Japan-Produktionen. Die Figuren müssen einfach nur schön aussehen. Also meiner einer sammelt nur schöne Figuren, die irgendwie ausschauen, die mich erfreuen. Ich habe gerade noch eine Wahnsinnsfigur geordert. Ich habe sie noch nicht bestätigt. Ich habe immer 30 Tage Zeit, darüber nachzudenken, und ich habe 30 Tage Zeit, das Geld zusammenzubekommen. Ich habe mir gerade schon mal wieder eine Rechnung bekommen, die ich dann demnächst hier begleichen, und dann werde ich euch natürlich vor laufender Kamera wieder die Produkte zeigen. Also es werden jetzt sehr viele Produkte nach und nach eingekauft, und wenn sie mir gefallen, halte ich es natürlich fest. Also die Produkte, die jetzt hier gekauft werden, werden exklusiv nur eingekauft für die Sendung. Es kann schon mal sein, dass ich dasselbe zahle wie alle anderen auch. Also ich zahle nichts weniger wie ihr auch. Sollte mal einer der Meinung sein, der sieht diesen Videoclip, ja, da kaufe ich ein, ist okay, ihr könnt vorbeikommen, aber wir leben nun mal online, das heißt also, online könnt ihr das beziehen. Ich werde euch auch sagen, wo ihr das beziehen könnt, und werde auch darauf verweisen, wie gut die sind, wo ihr es bekommen könnt. Und das ist so als Dankeschön an die, mit denen ich mich unterhalte, ein kleines Dankeschön mit denen, wo ich der Meinung bin, nur ein bisschen Werbung zu machen, Promotion zu machen, weil das ist ein Nebenprodukt. Nochmal zum Abschluss. Star Wars ist hier kein Hauptprodukt. Mit Star Wars verdienen wir keine müde Mark. Keine müde Mark. Ja, auch 1977 nicht. Doch, da muss ich einfach gestehen, 1977 bis 2007 haben wir eine dolle Mark gemacht, ist klar. Weil da war es beruflich. So, beruflich hat man dann auch sein Geld bekommen. Und umso mehr Umsatz man gemacht hat, umso mehr Geld hat man bekommen. Das war halt so, wenn man beruflich eingestiegen ist bei so einer Produktionsfirma bzw. Spielwaren, und wenn man dann mit Kenner, Hasbro und wie die alle geheißen haben, und wenn man dann für die Virtusoft, Kingsoft, Bandai, wie die alle geheißen haben, also wenn man dafür arbeitet, sieht die Welt anders aus. Und jetzt als Fan sehe ich selber, wie schwer das ist, sowas auf die Beine zu stellen. Mal eben so klappt nicht, und deswegen mag ich die Herausforderung, weil wenn es jetzt klappt, ist es langweilig. Also wenn es gar nicht klappt, bin ich auch nicht traurig.
In 2027 mache ich genau dasselbe wie jetzt auch. Aber dann habe ich hier halt, was weiß ich, 1000 Figuren oder noch mehr. Und ich werde jetzt nicht sammeln wie ein Weltmeister, sondern explizit. Und das, was ich sammeln werde und auch vorstellen werde als Moderator hier in dieser Sendung, kann ich nur sagen, horrendes Geld, ist teuer, geht nicht so einfach, weil die Großfirmen das nicht mehr haben, was ich benötige für die Sendung. Ich habe es zwar alle angeschrieben, die Großfirmen, die werden natürlich negativ reagieren oder halt mir doch was schicken. Ich hatte das große Glück, dass mal eine Firma große Plakate doch geschickt haben. Das fand ich sehr nett. Waren zwar uralte Plakate, ist richtig. War auch viel Werbung von denen dann da drauf, aber egal, wurden an den Schaufenstern ausgehängt und so weiter. Viele Kunden wollten die dann auch haben. Nachher habe ich gesagt, komm hier, mach ab, nimm mit. Jetzt brauche ich natürlich Neues und da es jetzt eine richtige Sendung wird. Vorher, wie gesagt, 2007 habe ich gesagt, komm, alles weg, ich hatte keine Lust mehr. Und jetzt ist man, irgendwie hat es einen doch gepackt oder man kommt nicht davon los, eins von beiden. Ich bleibe halt da. Wie gesagt, jetzt muss ich mich erstmal um den Kylo-Kopf kümmern. Ich brauche einen neuen Kylo-Kopf. Den, wie gesagt, habe ich verkauft, weil ist klar. Wir haben ja auch junge Fans hier. Keine Ahnung, wie er sich nennt. Maurice vielleicht oder so. Keine Ahnung, hat mir seine Visitenkarte gegeben. 9 Jahre. 9 Jahre und hat schon eine Visitenkarte mit Rufnummer. Soll was heißen. Na? Muss man schon sagen. Na? Ja. Unser Eins hat keine Visitenkarte, ich brauche auch keine. So, ich hoffe, das sieht irgendwie aus da hinten. Kommt auch gut rüber. Aber schön nah hier war das auch nicht schlecht, aber da kippt den morgen. Aber ich arbeite dann halt mit mehreren Greenscreens. Mal schauen. Wie gesagt, ist alles da. Ey Leute, es ist alles da. Wenn ich mitmache, ist selber schuld. Es nicht versucht zu haben. Das wäre eine Schande. Aber ich versuch's. Ich versuch's. Ne? Macht's gut. Macht's gut.